Mit 2:0 gewannen die Sportfreunde ihr Nachholspiel beim SC Wiedenbrück. Jeroen Alhazami und Nico Granatowski trafen für die Sportfreunde. Jeroen, in der ersten Halbzeit stand Wiedenbrück relativ stabil noch hinten drin. Was war in der zweiten Halbzeit für euch besser? Ja, wir wussten, dass sie die ersten 20 Minuten vorne pressen würden. Und so länger das Spiel dauert, desto mehr lassen die Kräfte bei denen nach. Das wussten wir auch. Wir haben dann mit Geduld gespielt. Und denke, in der zweiten Halbzeit souverän das Spiel auch 2:0 gewonnen. Ja, du hast gerade selbst angesprochen. Ist es auch eine eurer Stärken, den Gegner erstmal kommen zu lassen und dann selbst aber wieder einen nachzulegen? Ja, das stimmt. Wir wissen, dass wir topfit sind und dass die Gegner oder Wiedenbrück für heute, dass sie nur abends trainieren und nicht die Power haben über 90 Minuten, die wir die haben. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Wir haben die Räume dann nachher sehr gut gefunden und wenn es gut läuft, gewinnen wir halt hier 4:0. Aber Hauptsache, wir haben jetzt die 3 Punkte zu 0 gespielt und schauen wir, was dann Samstag auf, warten wir Samstag auf Viktoria. Sagen, Samstag kommt Viktoria. Durch euren Sieg heute kann Viktoria euch nicht mehr einholen. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, ich denke, dass Viktoria Wut im Bauch hat. Ich erinnere mich an letzte Saison. Da waren sie auch oben dabei, haben dann bei uns nur unentschieden gespielt und haben damit den Anschluss oben verloren. Ich denke, dass sie uns einen auswischen wollen, aber wir haben jetzt heute gewonnen und gehen mit Selbstvertrauen in das Spiel rein. Danke, Jeroen. Bitte.